In der Marktwirtschaft gilt leider folgendes paradoxe Gesetz: Alles, was schön ist, schadet Ihnen, ruiniert Ihr Leben, bestellt am Ende Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung dar. Und so hässlich muss es eigentlich sein. Nicht alles, was so hässlich ist, ist gut für Sie, aber alles, was gut für Sie ist, ist auch so hässlich, muss auch relativ hässlich sein, weil sonst bestimmte Interessen da sind. Ja, ich zeige Ihnen erstmal, warum das so ist, warum sozusagen nur das. Ja, ich zeige Ihnen das mal, ja. Das ist jetzt hier. Da steckt nicht viel Geld drin. Da stecken so einige Spenden vielleicht der Professoren drin. Das ist alles billig, ja. Da steckt keine Arbeit drin. Niemand darf auch nur einen Cent von außen annehmen. Sozusagen, da spenden nur die Leute was rein, deren Gelder, die sie sowieso haben. Und deswegen ist alles hässlich. Es muss hässlich sein, denn sonst kann es nicht gut sein, weil es sonst Gelder von außen annimmt. Und dann passiert in der Marktwirtschaft notwendig immer das hier. Ja, immer das Gleiche. Ja. Das heißt, hier Marktwirtschaft, dieser Händler nimmt von außen Ressourcen an, Geld, Tauschprodukte, spielt keine Rolle, Ressourcen an. Und der hier, und jetzt passiert Folgendes: Der hier irrt sich nicht, der sagt Ihnen die Wahrheit, ernähren Sie sich weiterhin so schön gesund. Und ja, naturbelassen, ich verkaufe Ihnen auch nur naturbelassene Sachen. Und oh ja, dann brauchen Sie mich auch als Heiler, als Frühheiler und Frühhändler. Also Sie brauchen dann mich nicht als Frühheiler, wenn ich Ihnen nur die ganz naturbelassenen Sachen bringe, Ihnen dann ein bisschen helfe und dafür von Ihnen belohnt werde. Ja, dann geht das vielleicht sogar, ne? Dann kann das gehen. Das ist ein wahrheitsorientierter Händler und Heiler, Früharzt und Frühheiler, ja, Früharzt und Frühhändler. Und dann kommt es aber eben, das ist jetzt naturgesetzlich so. Genauso wie unser Genom so konstruiert ist, dass es notwendig zu Mutationen kommen muss, damit eben dann eine Weiterentwicklung, eine Anpassungsmöglichkeit besteht, denn nur wenn 10 Kinder zum Beispiel auch total unterschiedlich sind, dann kann die Evolution daraus das bestpassendste Kind in die veränderte Situation aussuchen sozusagen. Und deswegen ist ja letztendlich Mutation, ja, also hier, jedes Kind muss ein bisschen anders sein und eine Mutante sein, damit sozusagen die Evolution, damit es zu Anpassungsvorgängen kommen kann, wenn sich die ganze Welt ändert, die ganze Umwelt ändert und so weiter, dann ist es eben nötig, dass zum Beispiel Kinder geboren werden, die besser mit der Hitze oder mit der erhöhten Sonneneinstrahlung klarkommen, und die entwickeln dann zum Beispiel eine dunklere Haut, um die Sonnenstrahlen abzuwehren und so weiter. Und das geht nur, wenn die Kinder auch alle unterschiedlich sind. Wenn die einen eine Genetik haben für etwas dunklere Hautfarbe, die anderen für etwas hellere Hautfarbe. Also Irrtümer, also Ungenauigkeiten, Kopierfehler.
sind also notwendig vorgesehen in der Evolution. Ja? Das muss so sein. Und genauso will doch hoffentlich niemand bestreiten, dass die menschlichen Gehirne auch zu Mutationen neigen, zu Kopierfehlern, zu Irrtümern. Ja? Sie brauchen doch nur mit einem anderen Menschen zu sprechen, dann denken Sie, er irrt sich und Sie hätten recht, ne? Und der andere denkt, Sie irren sich und einer von Ihnen beiden muss sich ja mindestens tatsächlich irren, wahrscheinlich irren Sie sich beide, weil in der Marktwirtschaft ist Sie sowieso nur Gehirnwäsche im Kopf haben, also nur Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer und Irrtümer im Kopf haben. Also es ist eine Tatsache, dass der Satz wirklich gilt, errare humanum est, also das menschliche Gehirn produziert auch ständig Mutationen und überall gibt es Irrtum und Wahrheit. So, und jetzt haben wir das Phänomen, dass tatsächlich der Früharzt und Frühhändler, der sich irrt, die schönsten Homepages und die schönsten Präsentationen und die schönsten Auftritte hat. Ja, der verdient nicht viel, weil er die Wahrheit sagt. Und jetzt kommt der und der irrt sich und der sagt jetzt seine subjektiven Wahrheiten. Also alle meinen es gut in der Marktwirtschaft, aber trotzdem bereitet uns die Marktwirtschaft überall eine Hölle auf Erden. Ja? Und weil sie eben genau hier das hier sozusagen alles kaputt geht. Der entwickelt zum Beispiel den Irrtum hier, ach, euer liebesvolles Gemeinschaftsleben, Gruppenehe, Gemeinschaftsleben und so weiter, das ist ja widerlich, ekelhaft und so weiter, hört auf damit, das macht ja krank, das ist ja widerlich und so weiter. Und ja, und dann sagt er noch, ja, ihr könnt doch ruhig meine völlig denaturierten Kunstnahrungsprodukte kaufen, das spielt keine Rolle, die machen euch nicht krank, nicht die machen euch krank, sondern da sind so winzige Dinger, später werden wir sie Viren, Bakterien, Pilze und so weiter nennen, und die sind allmächtig und die machen euch krank. Mit meiner Kunstnahrung hat das überhaupt nichts zu tun, mit giftiger Luft, giftigem Wasser, giftigen Waren und so weiter. Hat das alles nichts zu tun, das hat alles mit diese kleinen Dinger da, die unsichtbaren Dinger sind schuld, ne? Ja, und mit diesen Irrtümern kommt es dazu, dass die Menschen ihre liebevolle Lebensweise aufgeben, der Körperkontakt wird reduziert, die Menschen erleiden einen Glückshormon- oder Endorphinmangel, werden konsumsüchtig, kaufsüchtig, esssüchtig, alkoholsüchtig, Zigaretten und sonst, also süchtig, egal nach was. Und immer verdient jemand dran, nämlich der am Anfang der Früharzt und Frühhändler. Und durch die Esssucht dieser denaturierten Produkte gegenüber diesen denaturierten Produkten, kommt es zwangsläufig, und da die Nahrung dann immer mehr Richtung Geschmacksdrogen sich gewandelt hat, kommt es zwangsläufig dazu, dass die Menschen kränklich werden, und dieser Früharzt ihnen dann die beginnenden chemischen Produkte, die dann die Menschen weiter vergiften und chronisch krank machen und so weiter, verkaufen. Wir hatten ja gerade geschildert, dass in den letzten Sendungen, dass das Wirken der Gesundheitssparte darauf hinwirkt, immer aggressivere Erreger selber zu züchten, ohne dass es ihnen bewusst ist, ja. Niemand macht das absichtlich, das passiert einfach. Wenn ich bestimmte vorteilbringende Irrtümer im Kopf habe, dann merke ich gar nicht, dass ich selber Killererreger heranzüchte,
Das ist gar, muss überhaupt nicht geplant sein, sondern das ist das Moderne, Schöne an der modernen Biologie, dass man leider sieht, dass ganz ohne jede Verschwörung und Planung das Schlechte immer hochkommt in der Marktwirtschaft. Und das heißt also, und jetzt passiert das Paradoxe in der Marktwirtschaft, dass dieser sich irrende Früharzt und Frühhändler, der das Leben der Menschen zerstört, mehr verdient, mehr Ressourcenzufluss bekommt als der hier. Der stirbt tendenziell aus, kann seinen Laden zumachen, weil der und seine Nachfahren ihn kaputt konkurrieren. Der kann sich viele leibliche Nachfahren leisten und findet auch viele geistige Nachfahren und ganze Akademien und Universitäten und so weiter, weil da so viel Erfolg drin steckt, so viel Ressourcengewinn drin steckt, ja. Und dadurch kommt es dazu, dass also der sich natürlich dann diese Händlerlinie, wo alles auf vorteilbringenden Irrtümern beruht und Früharzt- und Frühhändlerlinie, dass der natürlich sich lauter Sklaven, die für ihn arbeiten, leisten kann, ja, und die machen für ihn ganz tolle Bilder und Werbung und Homepages und so weiter. Und es ist alles schickimicki, weil sie abgezockt werden als Menschen. Ihr Leben wird zerstört, sie werden krank gemacht, sie werden in Kriege geschickt, des Geldes wegen und so weiter. Alles, und das läuft alles nicht bewusst ab. Denn wenn ich einmal einen vorteilbringenden Irrtum für Wahrheit halte, glaube ich ja, Gutes zu tun. In Wirklichkeit ruiniere ich das Leben aller Menschen und zocke sie ab, sozusagen, ohne es zu merken. Und dadurch haben wir lauter Menschen, die es gut meinen, bis auf die wenigen Verbrecher, aber wir haben lauter Menschen, die es gut meinen, die unser aller Leben zerstören und ruinieren. Ach, übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen macht Freude, besonders weil ich jetzt noch langsamer rede. Ja, das bedeutet also, um darauf nochmal wieder zurückzukommen hier, deswegen. Nur wenn eine Homepage so hässlich ist wie diese, das ist die vom Diplom-Theologen Jürgen Wagner, vielleicht eine der hässlichsten Homepages, die Sie gesehen haben, aber so muss es sein. Denn wenn es nicht so ist, hier steht dann erst, hier sehen Sie unsere sogenannte Survival-Webseite, sorry für die geringe Designqualität, ja eben, das ist genau der Punkt. Wir dürfen uns nicht mehr dafür entschuldigen, sondern nur geringe Designqualität, wo kein Geld drin steckt, wo kein Sklave für die Sache arbeiten kann, nur da kann überhaupt Gutes sein für Sie. Alles andere, was richtig glitzert, muss schlecht sein, denn das, was mit ganz vielen Sklavenarbeit von Designern und so weiter hergestellt ist, da muss jemand, derjenige ja Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Vorlesungshörer, Lecture-Hörer, da muss man Sie ja so erfolgreich abgezockt haben, dass man dann damit das Geglitzer finanzieren kann, dass sie dann blendet, weiterhin sich genau denen zuzuwenden, die sie perfekt abzocken. Ja? Also, wie gesagt, nicht alles, was hässlich ist, ist auch gut für sie, aber alles, was hochglitzert,
muss schädlich für sie sein. Also je schicker etwas ist, das hat man, haben Sie vielleicht auch schon bei manchen Bankangestellten geahnt, je schicker der aussieht, desto mehr wird sie ihr sie abzocken und sie um ihre Altersversorgung Vorsorge bringen, weil er die Prämien kriegt für irgendwelche fragwürdigen Anlagen und er verdient gute Prämien und sie sind dann am Ende pleite und haben keine Alterssicherung mehr. Ne? Also es ist immer so, alles, was in dieser Welt so schick aussieht, ist nur deswegen schick, weil es sie bisher schon erfolgreich abgezockt hat und mit diesem Geglitzer sie fangen will, um sie morgen wieder abzuzocken. Also, nur so, und es muss ja nicht gleich ganz so extrem sein, ja, hier schönere Websites würden schon zerhackt. Ja, wie bekomme ich die denkenden Tiere zu wissenschaftlich korrektem Denken und so weiter. Ja, also, das ist also so, wie es aussieht, wenn alles einfach zugeht, ne? Ja, genau. Und da kann Wahrheit sein und Gutes für sie sein. Muss nicht, aber kann. Und dann zum Beispiel das Forum, das ist schon viel zu schick, aber wahrscheinlich ist das auch irgendwie kostenlos zu kriegen. Immerhin, das ist ja schon in schöner Qualität und da geht man hier drauf, hier Schnellzugriff, aktive Themen, ja, freie-argumente-kultur.de heißt das. Ich kann es ja mal kurz kleiner machen, damit Sie das besser sehen können. Jetzt können Sie es lesen, freie-argumente-kultur.de. Das ist also einer der ganz wenigen Orte der Wahrheit. Ist jetzt nicht so super hässlich, aber ist eben ja auch nicht glitzernd und nicht designt und so weiter. Und ja, und von daher, ja, Sie sehen, da habe ich auch, schreibe ich auch mit. Also wenn Sie irgendwo wahrheitsorientiert diskutieren wollen, dann eben nur in den Dingen, die ich Ihnen zeige, weil alles andere wird immer voll von Irrtümern sein, von Unwahrheiten. Ne? So, jetzt wird's ein, ja, dann ist jetzt hier die Kompetente. So eine Homepage kostet keinen Cent, deswegen finden Sie die vielleicht auch hässlich und ja, so muss es aber sein, wenn kein Geld drin steckt. Ja, hier, Sie können direkt mitsprechen, jeden Samstagabend, 7:45, unsere 7:45. Sie können also hier sofort immer mitsprechen. Hier können Sie auch nochmal lesen, auf wen wir uns, sich die Partei bezieht, sozusagen. Eben auch auf uns, auf die Gemeinwohlökonomie. Und so weiter, auf alles. Aber auch das ist ganz einfach gehalten. Dann klickt man hier noch drauf. Dann hat man hier die Bedienungsanleitung für den Samstag. Ja, und schon können Sie mit uns jeden Samstag über wahrheitsgemäß diskutieren und können versuchen, wir können Ihnen helfen, dass Sie Ihre vorteilbringenden Irrtümer, also all die Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, vorteilbringende Irrtümer der Marktwirtschaft rauswerfen aus den Köpfen derjenigen Marktwirtschaft, die ihr Leben schon zerstört hat. Also wir alle haben ja überhaupt kein Leben, denn die Marktwirtschaft zerstört ja unser Leben notwendig. Das werde ich auch gleich nochmal erklären. Schluck Wasser. Ja, und dann, ach so, jetzt habe ich hier so mehrere Seiten auf. Das kann ich wieder zumachen, dann habe ich hier wieder das. Ja, dass die einzigen guten Dinge der Erde sehen halt so hässlich aus, weil es das eben völlig kostenlos gibt und weil bei uns eben
wir nicht von irgendwelchen Konzernen irgendwelche Gelder annehmen und dadurch, denn ein Cent, ein Euro anzunehmen, reicht schon, um eine Gestimmtheit in Menschen zu erzeugen, die man beschreiben kann mit Wes Brot ich ess, des Lied ich sing, beiß nicht die Hand, die dich füttert, heißt es in Österreich. Also das ist ein Naturgesetz, das leider die Psyche aus naturwissenschaftlicher Sicht der Menschen sich immer dorthin auch richtet, wo wie ein Fähnchen im Wind sozusagen, wo die Ressourcen sind. Ja? Und dieser Diplom-Theologe Jürgen Wagner hat sich entschieden, ganz auszusteigen aus dem Marktwirtschaftssystem, aus der gesamten Marktwirtschaftsstaat und Gesellschaft, total auszusteigen. Ich habe meine Praxis geschlossen, bin aus diesem Geldspiel, das die Menschen krank machen, des Geldes wegen ausgestiegen, als ich es erkennen konnte. Ich habe 20 Jahre die Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung der Universitäten geglaubt, habe selbst geglaubt, ich würde Gutes tun den Patienten habe dann erst erkannt, ja hoppla, wir zocken ja die Leute nur ab, wir halten sie krank, wir vergrößern vielleicht sogar noch die Krankheit, wir halten sie chronisch krank, weil wir nur so gut verdienen können in den Gesundheitssparten, ne? Und von daher, ja, also ich bin da ausgestiegen. Viele der Professoren von Weltrat und Next Scientists for Future sind auch ausgestiegen. Übrigens, hier können sie auch diskutieren. Das ist ja das Forum von Weltrat. Das vorhin war das Forum vom Diplom-Theologen Jürgen Wagner, Freie Argumentekultur. Hier können sie auch diskutieren, überall alle möglichen Themen, Partei des Gemeinwohls als Fraktpartei gegründet und so weiter. Hier können sie zweite Seite, dritte Seite, ja, sie können hier überall mitreden und immer, hier geht's immer um Wahrheit. Natürlich sind hier Straftaten wie Beleidigungen und so weiter und alles natürlich verboten. Aber alle Argumente können Sie sagen. Sie können uns widersprechen. Sie können sagen, das ist ja unsere Hauptaufforderung, die Hauptaufforderung der Wahrheitsorientierten und der Klügsten der Erde. Ja, sagen Sie uns, wo wir uns irren. Bringen Sie Ihre Argumente, Ihre Begründungen vor, Ihre Beweisführungen vor, warum wir uns irren. Und dann sagen wir Ihnen, warum wir meinen, dass Sie sich irren. Ja, wo irre ich mich? Wo irre ich? Wo irrst du? Wo irre ich mich? Wo irrst du dich? Sozusagen wechselseitige Falsifizierungsversuche, mal wissenschaftlicher ausgedrückt, ist das A und O des Erkenntnisgewinns, gerade in einer Marktwirtschaft, die ausschließlich aus Irrtümern besteht. Ne? So, dann haben wir hier, oh ja, das ist dann nochmal ein Beispiel für Sie. Dann sehen Sie, unsere Haupt-Homepage, die hat jetzt ein paar Euro gekostet. Das heißt, einige der Professoren hatten irgendwas gespendet. Und da haben wir dann mal 300 Euro für sowas bezahlt. Deswegen ist es nicht ganz so hässlich wie alles andere. Aber es ist hoffentlich noch hässlich genug, dass Sie nicht denken, niemand hat dafür Geld von außen angenommen und sich in irgendeiner Weise verpflichtet gefühlt, irgendwie sozusagen irgendjemanden nach dem Munde zu reden oder irgendwie für irgendjemanden Propaganda oder Werbung zu machen. Und deswegen, es gibt also nur dieses alles, was ich jetzt zeige und genannt habe, sind die einzigen wahrheitsorientierten Dinge, die wir gefunden haben in der Welt. Alles andere ist von oben bis unten mit Irrtümern voll, auch wenn wir dann ja, zum Beispiel hier auf den verschiedenen Sendern, wo ist das? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auch auf diesem Sender hier mal gucken. Ja, also wenn wir jetzt hier auf diesem Sender, befreundeter Sender,
was ist denn jetzt hier passiert? Da laufen Dinge automatisch an. Naja gut, Playlists wollen wir. So, ich hoffe, dass die Maschine das jetzt vertragen hat. Ja. Da sehen Sie Playlists. Und da sehen Sie auch andere Sendungen. Aber das sind immer nur die, wo, sagen wir mal so, eben nicht 100% Irrtum sind, sondern immerhin ein paar Prozent Wahrheit drin sind. Und die sind dann eben damit aufgeführt und so weiter. Und ja, da findet man überall und 100%ige Wahrheit oder 99%ige Wahrheit finden Sie eben nur auf diesen Sendern hier, ne? Und das ist ein befreundeter Sender, mit dem wir auch kooperieren, dem wir auch helfen, ne? Das sind ja eine Gruppierung, der wir helfen und assistieren mit unseren immerhin mittlerweile minimalen Computerkenntnissen. Ja, also das heißt hier über uns, Weltrat der Weisen, ja, es ist das ist noch spottbillig und dafür hat niemand irgendwo Geld angenommen von irgendeinem Konzern oder einer anderen Geldquelle und da kommt es zu null Beeinflussung. Das heißt also, wir haben nur auf der Erde nur noch diese wenigen Wahrheitsinstanzen. Dann haben wir hier, ja, Sie sehen es auch wieder ganz billig, ja, Homepage, ganz billig, warum das jetzt so in der Größe nicht passt. Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Mal gucken, geht das jetzt besser? Oh ja, so kann man wenigstens sehen. Das ist alles so schlecht, dass man es kaum richtig so rücken kann, dass man es lesen kann. Hier kann man alles Mögliche anklicken. Aber das ist quasi, hier werden einfach nur Ideen gesammelt, sozusagen, für so zum darüber meditieren, einfach Ideen gesammelt. Wenn man gründlich studieren will, kann man sich inspirieren lassen von all diesen Dingen. Und ja, so einfach. Und da sieht man, da ist die Bildqualität nicht hoch und so weiter. Alles kostenlos, kostenlose Homepage, 38.589,91 Klicks. Aber alles spottbillig, alles hässlich, für Ihre Vorstellungen wahrscheinlich hässlich, aber anders kann es nicht sein, weil, wie gesagt, wenn irgendwo viel Geld drin steckt, dann kommt das Geld daher, dass man Ihnen geschadet hat und Sie abgezockt hat, wie ich das vorhin ja schon gezeigt habe. Hier ist nochmal so eine Reserve-Homepage, an der auch manchmal, die man auch nochmal... Man sollte das sowieso alles mehrfach lesen und dann kann man hier eben auch noch mal ein bisschen rumstöbern und so weiter. Ja, dann haben wir irgendwo, ja, ich glaube, es gibt sogar noch welche hier zum Beispiel. Wenn man das hier alles liest, findet man auch, glaube ich, noch Links zu mehr. Das ist auch wieder ein befreundetes Projekt und ja, da findet man eben 12.641 Klicks. Da findet man auch wieder Inspirationen, ne? So, die und die haben auch mittlerweile mitgekriegt, dass es uns gibt, ja. Ja, und das war's aber schon. Da kommen auch Buchtexte kann man irgendwo anklicken und so weiter, aber letztendlich ist das schon alles. Mehr haben wir nicht. Das ist die einzige Instanz der Welt, der Wahrheit. Also kostenlose Homepages, billig Homepages, alles billig, alles hässlich,
Und wie gesagt, eigentlich müsste alles auf diesem Standard sein, dann wüssten Sie sicher, da kann kein viel Geld hinterstecken, ja, in dies auf mit solch einem Level hier. Ja, da kann nicht viel Geld dahinter stecken. Die radikalste Alternativbewegung in Deutschland und genau und Weltrat und Next Scientist for Future sind eben genauso radikal, ja. Und nur da finden Sie Wahrheit und überall sonst wird Ihr Leben beschädigt und Sie abgezockt. Ne? Sie werden vergiftet, Sie werden krank gemacht. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass sozusagen die letztendlich die ja letztendlich sie immer je glitzernder, je mehr Geld in was drinsteckt, desto mehr, ich habe es ja vorhin angedeutet, zum Beispiel die Gesundheitssparten züchten, ohne dass es ihnen bewusst ist, immer gefährlichere Killererreger hoch und züchten immer mehr Menschen heran mit geschwächtem Immunsystem und züchten die regelrecht. Schluck Wasser. Und züchten auch immer mehr Menschen mit Gendefekten, ja, denn das ist wieder ganz einfach. Der Früharzt und Frühhändler, der also glaubt, es sei gut, ein Kind anstatt es palliativmedizinisch behandeln zu behandeln und völlig schmerzfrei einschlafen zu lassen, auf den Wunsch der Mutter vielleicht hin oder so. In einer gesunden Gesellschaft, in der Natur, wo das ja auch nur Naturrecht ist. Und der aber denkt, nein, es ist doch ethisch und gut und richtig, wenn wir das schon im Mutterleib, das lebensuntüchtige Kind operieren und trotz seiner Gendefekte dazu bringen, dass es erwachsen wird. Was passiert dann, wenn dieses Kind also hier erwachsen wird und dann selber wieder Kinder in die Welt setzt, setzt es wieder gendefekte Kinder in die Welt und daran verdient wieder der Früharzt, also die Gesundheitssparten verdienen sich dann durstig und dämlich an ihrem Irrtum, es sei in Ordnung, anstatt solche Kinder palliativmedizinisch zu behandeln und dann also sozusagen schmerzfrei einschlafen zu lassen. Stattdessen sei es sinnvoll, mit Milliarden Geldern, die Sie ja bezahlen müssen, liebe Zuhörer, sozusagen diese ganzen Gendefekten zu züchten, also zum Erwachsenwerden zu bringen, sodass sie möglichst viele Nachkommen in die Welt setzen und damit Dauerkundschaft für die Gesundheitssparten entsteht, ja. Das ist alles so züchtet, also die züchten die Gesundheitssparten ohne böse Absicht aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer, züchten quasi lauter immunschwache, gendefekte Menschen, die dann auf hochgezüchtete, durch die Gesundheitssparten aktiv, aber nicht bewusst hochgezüchtete Killererreger. Und dadurch verwandelt sich natürlich die ganze Welt in ein Krankenhaus, und das eben schön abkassiert werden kann. Ja? Und das ist eben Marktwirtschaft. Ne? Und Sie wissen ja, die Lösung heißt ja Gemeinwohlwirtschaft oder Gemeinwohlgemeinschaften, wie Gemeinschaft Köln Süd. In ganz Deutschland haben wir 10 Locations. Also Sie kommen Sie einfach, gehen Sie raus aus der Marktwirtschaft, kommen Sie zu uns in die Gemeinwohlgemeinschaften, in die Gemeinwohl-Bono-Boschenka-Gemeinschaften, in die, ja, und ja, ich zeige Ihnen jetzt nochmal, ich mache jetzt mal nochmal zu jedem Bild was. Und die Gemeinwohlwirtschaft, da wird, ich zeige es gerade nochmal, da wird die Belohnung umgekehrt. Der Früharzt und Frühhändler und der heutige, die Sparten kriegen mehr Geld, der Supermarktleiter kriegt mehr Geld, je gesünder sie sich als Kunden entwickeln. Der Arzt, der, die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften kriegen mehr Geld,
Je gesünder sie sich als Kunden entwickeln, und dafür liefern die ihnen ein Paradies auf Erden, kostenloses Freizeit- und Wochenendkursangebot, Singen, Tanzen, Musizieren, Sport, Ernährung, alles, was irgendwie Gesundheit verbessert und Menschen aus der Einsamkeit rausholt. Ja, der soziale Ansprechpunkt, alles, was sie früher bezahlen mussten, Fitnessstudio, Sportvereins, Gesundheitssportarten im Rahmen des Sportvereins, alles, was sie früher bezahlen mussten, kriegen sie dann alles auf Krankenkasse, weil ja sie ja genügend Beitrag bezahlen, und dort ist dann der soziale Brennpunkt, ist, wo sie hingehen, ihre Freizeit verbringen, Liebespartner finden, nette Leute finden, vielleicht sogar mehr, also Gemeinwohlgemeinschaften aufgebaut werden. Das ist die Hausarzt-Ersatzgesundheitsgemeinschaft oder Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft. Das ist dann der Ansprechpunkt, und wir bilden die Ärzte kostenlos dann weiter, dass sie auch fähig werden, gesundheitsförderlich zu wirken, was ist ja quasi teilweise das Gegenteil von dem ist, was sie im Studium gelernt haben, an vorteilbringenden Irrtümer. Die müssen sie also rausschmeißen. Also das geht ja immer darum, all die marktwirtschaftlichen vorteilbringenden Irrtümer, die Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung aus dem Gehirn rauszuschmeißen. Und ja, und jetzt noch mal ganz kurz hier so, ja, was haben wir hier? Also das waren diese Foren. Ja, ich glaube, jetzt ab hier geht's los. Das ist noch mal, also hässliche Foren, einfache Annoncen, hässliche Homepages. So, und ja, letztendlich geht's doch darum, noch mal ganz kurz zu skizzieren, die Ursachenentstehung vor 13,8 Milliarden Jahren Urknall, 10 Milliarden Jahren ungefähr Entstehung der Galaxien, auch unsere Milchstraße vor 5 Milliarden Jahren ungefähr, langsam Entstehung von Sonne, Mond, also diesem Sonnensystem, Sonne, Mond und Erde und so weiter. Dann vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren Aufkommen von DNS-ähnlichen, also Leben, sich replizierenden Molekülen und so weiter, die dann also leben. Wir sind auch nichts anderes als zur Replikation fähige Einheiten sozusagen. Dann vor 65 Millionen Jahren, also 0,065 Milliarden Jahren, 65 Millionen Jahren, beginnt der allmähliche Aufstieg der Säugetiere, also unserer Urgroßeltern, unsere direkten Urgroßeltern, alles sind unsere Urgroßeltern ab hier, aber der näheren Urgroßeltern beginnt dann der Aufstieg, und dann hier vor 13,8 Millionen Jahren, ja, dass die Evolution des menschenähnlichen Geschehens sozusagen, ja, aufrechter Gang, vielleicht hier vor 5 Millionen, vor 4 Millionen Jahren waren dann die Eckzähne reduziert, das heißt, die Evolution stand vor dem Problem. In der Evolution hatten die einzelnen Arten sehr viele Verluste dadurch, dass überall Kinder getötet wurden, Neugeborene getötet wurden und so weiter. Und das natürlich dann eine Art immer sehr belastet sozusagen, weil eben ja eventuell die menschenähnlichen und Säugetiere, da alles in der Natur einen gesunden genetischen Egoismus oder Genegoismus hat, kommt es dann auch oft zu Grausamkeiten. Und dann hat die Evolution aber hier einen Kniff gefunden, nämlich wenn alle Frauen, das ist dann die urmatriarchale Bonobo Schenker kommunistische Gruppenehe sozusagen, wenn alle Frauen mit allen Frauen, die aus fremden Gruppen stammen, aus fremden Gruppenehen stammen, Sex haben,
entwickeln sie Liebesgefühle und die Kindstötung verschwindet. Und wenn die Frauen mit allen Männern Sex haben, dann entstehen dort die Liebesgefühle und so weiter. Und die Männer verhalten, hören auf, Kinder zu töten. Also Frauen hören auf, Kinder zu töten. Männer hören auf, Kinder zu töten. Dafür wurde der Preis gezahlt, dass Sex die große Glücksquelle wurde und wir deswegen quasi, wenn wir glücklich sein wollen, ganz viel Sex brauchen, mit verschiedensten Personen in der Gruppenehe Abwechslung brauchen, sexuelle Abwechslung brauchen. Und dann lieben sich alle und dann schenken die Männer alles den Frauen und Kindern. Und dieses System hat also keine Verluste mehr durch Kindstötung. Und deswegen haben sich diese Arten dann durchgesetzt, zumindest zwei Arten, nämlich Panpaniscus bonobo hat sich durchgesetzt mit diesem Modell, diesem hochmodernen evolutionsbiologischen Modell ohne Kindstötung, ohne Verluste durch Kindstötung, Ressourcenverluste durch Kindstötung. Und dann hier evoluierte sich immer stärker die Vormenschen und Frühmenschen, Australopithecinen, Homo habilis, erectus, was sind die Zahlen, die Erfindung von Technik hier, die Eckzähne als Waffenverlust bedeuten, dass kein Rivalenkampf mehr gibt, keine Eifersucht, keine Besitzorientierung, sondern eben alle mit allen Sex haben und dann etwas weniger die Männer mit den Männern, weil die genetisch verwandt sind. Da konnte sich die Natur den Sex sparen, weil der ja auch kostenintensiv ist, lange nicht so kostenintensiv wie das Töten von Kindern, aber auch kostenintensiv ist. Und da hat die Natur eben die männliche Homosexualität ist nur etwas geringer ausgeprägt, weil die Frauen sind genetisch wahrscheinlich eben hundertprozentig bisexuell. Man sieht das auch heute noch trotz aller Unterdrückung der Sexualität, dass Frauen irgendwie zärtlicher miteinander umgehen, als die meisten Männer miteinander umgehen. Da ist noch der Rest von zu sehen von der eigentlichen vollständigen Bisexualität des Weiblichen, ja, in der Evolution. Ja, dann haben wir hier vor circa 2 Millionen Jahren wurde dann auch die Körpergröße immer noch ähnlicher. Also wir entwickeln uns immer mehr von dem aggressiven Rivalenkämpfermodell des Gorillas weg. Eckzähne weg, Körpergrößenunterschiede, immer große Unterschiede weg sozusagen. Und hier vor 1,7 Millionen Jahren vielleicht Fell weg wir sind quasi, die Bonobos sind die höchste Entwicklungsstufe im Urwald und wir sind in der Savanne. Und deswegen, da musste das Fell verschwinden, weil das beim Schwitzen stört, Schwitzen als Kühlungsmittel in der Savanne. Und dann vor 400.000 Jahren in Afrika erfinden unsere Vorfahren den Tausch, irgendwann Tauschhandel. Dann geht's weiter hier, wo ist die 100.000 Jahre vor 400.000 Jahren, also Tausch, Tauschmarkt und dann Ferntauschhandel, weil ein Professor sagt vor 300.000 Jahren, Professor Friedemann Schrenk sagt vor 140.000 Jahren, circa vor 170.000 Jahren, Schamanismus, Aufkommen von religiösen Ideen und schamanischen Ideen, also wahrscheinlich der Beginn des Frühärzte-Evolutionsprozesses, ja. Und dadurch, dass dann ja eben Ferntauschhandel, Markt erfunden waren, war die Büchse der Pandora geöffnet und die Evolution begann in Richtung Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer, also ihr Leben, liebe Zuhörerinnen, zu zerstören, auf das sie kaufen, ne? Und so wurde ihr Leben zerstört. 140.000 Jahre und dann geht's hier weiter.
ja, vor 40.000 Jahren allmähliche Erfindung von kommt langsam auf Ackerbau und Viehzucht und Geld. Aber Geld ist harmlos, wäre in der Gemeinwohlwirtschaft harmlos. Geld ist nur schädlich in der Marktwirtschaft. Ja, ich habe ja Ihnen eben erklärt, nur in der Marktwirtschaft ist es schädlich. In der Gemeinwohlwirtschaft gibt es ja diese Schädigung nicht. Ja, vor 10.000 Jahren explodiert dann Ackerbau und Viehzucht. Dadurch wird die Nahrung immer noch denaturierter. Die großen Seuchen kommen auf. Die Menschen werden mickrig und kränklich und so weiter, weil eben diese Nahrung wahrscheinlich gepaart mit einem krankmachenden Frühärztetum sozusagen natürlich unsere Gesundheit so angreift, wie sie heute im großen Stile angegriffen wird und beschädigt wird, ne? Das ist alles die Vorläufer davon, ja. So. Und jetzt hat, ich lese das gerade mal hier, der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, der hat irgendwie eine andere Vorstellung, der muss irgendwie ein Bild haben, dass irgendwo in dieser Evolution die Menschen eine hochentwickelte Persönlichkeit gehabt hätten, die quasi den Genegoismus, den gesunden Genegoismus irgendwie transzendiert hätte und überwunden hätte und so wirklich so etwas Verantwortungsvolles. Ich habe ja eben geschildert, dass dieses System der vielen Sexualität zu hochverantwortungsvollem Verhalten führt, aber eben auch egoistisch. Ja, die Männer schenken alles den Frauen und Kindern, die Frauen schenken ihre Liebe und Sexualität zurück für die Männer. Alle sind zufrieden, aber es ist ein Geben und Nehmen. Da ist also eine Spur, auch wenn man das kaum sieht, aber eine Spur an genetischem Egoismus ist immer dabei. Aber jetzt muss der Herr Diplom-Theologe Jürgen Wagner die Vorstellung haben, dass eben da irgendwas Selbstloses, Altruistisches, Schenkendes, selbstlos Schenkendes ohne Vergeltungsvorstellungen sein, während wir überall sehen, auch in den öffentlich-rechtlichen Filmen über Bonobos immer gesehen haben, ja, wenn eine Frau einen jungen Mann vernachlässigt, dann fängt er sofort an, wieder die Kinder zu quälen, bis er wieder sexuell befriedigt ist und dann wieder in Liebe ist. Ja, weil einfach das System mit dem, weil vielleicht der Genegoismus doch nicht beseitigbar ist. Aber ich bin gespannt drauf, wie weit es Diplom-Theologe Jürgen Wagner schaffen wird, sozusagen die Menschen hin zu diesem hohen Maß an Selbstlosigkeit zu bringen. Ich würde auch sagen, mein Aussteigen aus der Marktwirtschaft war eher Egoismus, weil ich wollte gern mal richtig leben und wahres Leben kennenlernen und ich wusste, dass ich, wenn ich weiterhin mit meiner Praxis Geschäfte mache auf Kosten der Menschen, dass ich da natürlich nie hinkomme, ne? Und deswegen war das irgendwo auch ein egoistischer Akt, aber natürlich, man kann sagen, natürlich hätte ich, wenn ich jetzt weiterhin die Menschheit abgezockt hätte, vielleicht in mancherlei Hinsicht annehmlicher leben können, ja, als jetzt. Aber ja, ich bin halt irgendwie so, ich bin eben auch irgendwie so krankhaft der Wahrheit verpflichtet und der Wahrheitssuche verpflichtet und so weiter. Aber ja, ich kann halt nicht anders irgendwie. Ich kann nicht aufhören, mich mit der Wahrheit zu beschäftigen und zu versuchen, Ihr Leben, liebe Zuhörerinnen, besser zu machen und mein Leben besser zu machen, ne? Ja, und wie gesagt, die Marktwirtschaft, die jetzt ab hier ja beginnt, ab vor 400.000 Jahren, da ging die Hirnevolution noch höher, anstatt dass sie aber immer sanft, dass die Gehirngröße noch sanft und unmerklich weiter ansteigt. Ist sie dann durch den Einfluss der Marktwirtschaft, sind wir so beschädigt worden, dass wir degeneriert sind, das Gehirn angeblich schon mittlerweile in den letzten 40.000 Jahren um 150 Milliliter, also 0,15 Liter kleiner geworden ist. Wir werden immer dümmer, die ganze Menschheit degeneriert und vielleicht ist das alles eine Falle,
aus der, die Marktwirtschaft erweist sich vielleicht als Falle, aus der es für Leben einfach kein Rauskommen mehr gibt, weil die Menschen überall dort sind, wo schöne Bilder sind, wo geklitzt keine Kritzeleien, sondern schöne, schicke, designte Bilder sind und überall Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, vorteilbringende Irrtümer in die Köpfe reingepresst werden als Killerviren des Geistes, als irrationale Kognitionen, parasitäre Meme. Und ja, und da sind die Menschen und die Marktwirtschaft ist vielleicht durch nichts unterbrechbar oder aufhaltbar. Ne? Ja, und die Lösung ist ja, hatte ich ja schon angedeutet, Gemeinwohlwirtschaft, also da wird, da rückt quasi der nur noch dann vorteilbringende Wahrheiten werden belohnt. Es gibt Verdienstzuschüsse oder Steuervorteile. Nur noch für Gutes tun, für ihnen Gutes tun, für Wahrheit und so weiter. Und schon dreht sich das ganze System um. Und wir werden in einem Paradies auf Erden leben. Besonders freue ich mich auf die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, in denen wir wieder richtig das Leben, die Lebenslust und die Gesundheit lernen werden und die Gemeinwohl Bonoboschenker Gemeinschaften die Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd und die anderen 10 Gemeinschaften haben ja nur das Ziel, dass jetzt solange die Gesellschaft, der Staat, das diesen Wandel nicht schafft, dann schon mal selber anders zu leben. Ist aber auch schwierig, weil ja jeder in seinem Kopf Millionen von, Tausende von vorteilbringenden Irrtümern mitbringt. Ja, ja, das sind dann die Wohlfühlnoten, Wahlstimme, die Wohlfühlstimme könnte man. Man kann also, es geht darum in der Gemeinwohlwirtschaft, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner jedes berufstätigen Menschen zu erfassen und danach die Verdienstzuschüsse bzw. Steuervorteile, würde sie Christian Felber nennen von der Gemeinwohlökonomie, sozusagen auszuschütten und ja, und dadurch können wir eben, dadurch ist die Marktwirtschaft beendet und die Schädigung beendet und es dreht sich alles um. Ne? Ja, und deswegen also nur im Bereich der Gemeinwohlwirtschaftssysteme ist die sinnvolle Diskussion, die Marktwirtschaft hier hat sich als, und die DDR-ähnlichen Systeme haben sich auch als scheiternd erwiesen. Ja, die Diktatur der Sparten wird hier gezeigt. Ja, also wie gesagt, wenn man Diktatur der Konzerne sagt, dann ist das wahrscheinlich von den Sozialsparten ein Irrtum. Es muss heißen Diktatur der Sparten, damit man versteht, wie gefährlich die Sozialsparten sind, weil sie die Zahl der Arbeitslosen, Obdachlosen, Sozialfälle überall in der Welt vergrößern, die NGOs, die Weltsozialsparten. Also nicht nur Nahrungs- und Gesundheits- und Waffen- und Alkohol-, Tabak-, Zuckersparten, Behördensparten, Arbeitsamtssparten, Wohnungsamtssparten, nicht nur all das ist gefährlich, Rechtsanwaltssparten und so weiter, Staatsanwalt, Gerichte. Nicht nur alle Sparten sind gefährlich und besonders die Sozialsparten, die die Diktatur der Sparten, also da fließen ja immer Ressourcen, also Gelder, hier Euro, und vorteilbringende Irrtümer landen irgendwie durch Evolutionsverläufe in den Köpfen von Journalisten, öffentlich-rechtlichen Journalisten, Universitäten. Das ist alles nichts anderes mittlerweile als voll von Pseudowissenschaft, Gehirnwäsche, alles sozusagen werbungsdurchführende Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, kurz vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, irrationale Kognition finden sich in den Köpfen von Politikern, von Parteien, überall alles nur Unwahrheit, um sie abzuzocken, um sie und diese Diktatur der Sparten erlaubt ihnen nicht, anderes zu wählen, weil die Gehirnwäsche schließt auch ein, dass sie dann eben jetzt
Und zum Beispiel eine Gehirnwäsche ist eben die, sie sollten nur Sachen vertrauen, die seriös, glitzernd, schön, mit viel Geld gemacht daherkommen. Und dadurch werden sie alle manipuliert, genau das zu wählen, was ihnen weiterhin schadet, nämlich was sie weiterhin abzockt und ihr Leben ruiniert, ja, wirklich ruiniert. Wenn Sie glauben, Sie würden gerade leben, dann sage ich Ihnen, Sie wissen ja gar nicht, was Leben ist. Was der Bauer nicht kennt, das vermisst er nicht. Also was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Was der Bauer nicht kennt, das vermisst er nicht. Ja? Also das heißt, Sie sind in dem unglückseligen Zustand, dass Sie noch nicht mal eine Ahnung haben, wie wunderbar diese Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften und die urmatriarchalen, pazifistischen, Bonobo-Schenker, kommunistischen Gruppenehegemeinschaften aussehen könnten, wobei wir ja natürlich in den Gemeinschaften, also in den Gemeinschaften können sie als Single leben, als homosexuelles Paar, als Polyamore-Grüppchen, als Gruppenehen. Alle Varianten der Lebensform werden zugelassen, weil wir natürlich wissenschaftlich sehen wollen, wo entwickelt sich das größte Glück. Und da werde ich mich dann auch jeweils dann den entsprechenden Untergruppen anschließen in den Gemeinschaften. Ja. Aber im Moment tendiere ich natürlich zur urmatriarchalen, pazifistischen, Bonobo-Schenker, kommunistischen Gruppenehe innerhalb der Gemeinwohlgemeinschaften. Ne? Dazu tendiere ich. Ja. Die Hausärzte werden das auch ausprobieren, so dass sie sagen, hier Gesamtgemeinschaft und Unterabteilung verschiedene Lebensformen. Ja. Und dann werden wir sehen, was sich entwickelt. Ja. Und was sich als am glücksförderlichsten erweist. Ja, das ist alles, hatte ich alles schon tausendmal erklärt. Ja, einer der größten Irrtümer ist ja diese Feindschaft gegenüber den Reichen. Also die Reichen sind auch nur voll von, auch ihr Leben ist nur zerstört, und auch deren Gehirne sind nur voll von all diesen vorteilbringenden Irrtümern. Propaganda, Werbung, Gehirnwäsche, Manipulation und so weiter. Sie sind genauso Opfer der Marktwirtschaft wie wir alle, nur dass sie in dem Spiel dann halt mehr Geld haben als andere, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht auch genauso nur Opfer sind der Marktwirtschaft. Ne? Ja, und wie gesagt, unser Verdacht ist, dass alle diese NGOs auch nur dazu da sind, ihnen zu schaden, weil da wird gutes Geld verdient und die Leute werden durch Spenden sammeln abgezockt und werden wieder nur zu Opfern für die Illusion, dass da irgendwas geschehen würde, was die Welt verbessern würde und so weiter. Ja, ja. Das war. Ja gut, das war die Vorstellung gewesen, dass die Bevölkerung die Demokratie wieder vollständig in die Hand nehmen sollte. Also wir haben alles zur Verfügung, bis hin zu Volksentscheiden, an Know-how, wie man die Gesellschaft demokratisieren könnte. Aber es würde auch einfach reichen, wenn wir die, ja, zum Beispiel hier, wenn man jetzt hier, wo ist es, bei der Gemeinwohlwirtschaftspartei, ja, wenn man jetzt hier irgendwo, ich guck mal, wo das steht hier, zum Beispiel, es würde wahrscheinlich für die Demokratie schon ausreichen hier. Na. So, da ist es. Auf europäischer, also Gemeinwohlwirtschaft macht Wirtschaft, Politiker, Wissenschaftler und Medienmitarbeiter auf die einfachste und zeitsparendste Weise zu unseren Dienern. Also all diese Dinge, Bürgerräte, Bürgerparlamente und so weiter, sind alles extrem zeitaufwendige Sachen, die quasi teilweise die Arbeitsteilung ich Verkäuferin, du Politiker aufkündigen. Und ob das gewünscht ist, ist die große Frage. Alle Probleme können wir genauso gut mit ganz wenig Zeitaufwand und Arbeitsaufwand einsparen, nämlich
auf europäischer oder deutscher Ebene mit einer Bundesländer-Bundesliga der Landesregierung zum Beispiel mit Tabelle und Bundesliga-Tabelle und drei Absteigern. In Deutschland also 16 Landesregierungen, Neuwahlen schon 1,5 und 2,5, 3,5 Jahre nach der Landtagswahl der Absteiger, also die untersten Plätze 14, 15, 16, da gibt's Vorgezogenen. Wer sich auf diesen Plätzen wiederfindet, weil er gegen die Wählerinnen, gegen die Bürger regiert, gegen das Wohlfühlen, also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bewohner beschädigt, der landet natürlich auf einem Abstiegsplatz, und wer dem das Gut fördert. Und mehr will ich doch nicht von einem Politiker, dass er mein Wohlfühlen, meine Gesundheit, meine Langlebigkeit und meinen Wohlstand fördert. Und wenn das ein Politiker gut kann, soll er, dann landet er in der Tabelle oben. Und dann werden sich alle anderen Regierungen nach ihm orientieren. Und dann haben wir doch eine ideale demokratische Situation. Mehr brauche ich nicht, ne? Ja, also endlich werden mein Hausarzt, mein Supermarktleiter, meine Landesregierung und meine Lieblingsmedien umso mehr belohnt, je gesünder, langlebiger und glücklicher wir Kunden durch ihr Wirken werden, je seltener wir zum Beispiel Krebs oder Herzinfarkt bekommen und je größer unser Wohlfühlen wird. Ja? Also Politik muss in der Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft und im Gemeinwohlstaat, im echten Gemeinwohlstaat, gibt da ja auch viel Etikettenschwindel. Politik muss endlich sehr viel mehr Rücksicht auf uns Wählende nehmen als auf Lobbyisten, Konzerne und sonstige Sparten. Das beides ist Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft und Gemeinwohlstaat. Ja, ich bin mal gespannt, also darauf, welche Theorie, also welche Ursachenkausalitätsgeschichte Diplom-Theologe Jürgen Wagner hat, wie also die Menschen verantwortungsbewusst gewesen sein sollen und danach dann wieder in die Verantwortungslosigkeit gekommen sind und wie sie dann wieder zurückkommen sollen durch ja Verantwortungsbildung in diesem Sinne, ja. Ja, und ja, der Weltrat sagt das also so letztendlich. Na, hier ist es. Also der Weltrat sieht ja die Zeitskala so, dass dann also das die Verantwortungslosigkeit, die Kindstötung besonders, ja, dass die durch ein höher entwickeltes genetisches System überwunden wurde, durch die Gruppenehe, die Bonobo-Schenker, das System der Bonobo-Schenker-Gruppenehe. Das war eben Verantwortungsförderlichkeit oder man kann auch sagen, Ressourcenverlust reduzierend. Die Kindstötung ist ja ein Ressourcenverlust. Und man kann auch sagen, das ist ein Systemwechsel hinten gewesen zur verantwortlichem Verhalten, gutem Verhalten, einfacher gesagt. Und die Erfindung der Marktwirtschaft war dann die Erfindung hin zum schlechten Handeln, ja, zum verantwortungslosen Handeln. Die Psyche ist biegsam sozusagen, durch die Möglichkeit, dass Irrtümer entstehen, kommt das zwangsläufig zu den vorteilbringenden Irrtümern. Wo ist es, ja? Und diese vorteilbringenden Irrtümer bringen dann Erfolg, ja, Ressourcengewinne und Ausbreitung und Vermehrungschancen und so weiter. Und deswegen ist Marktwirtschaft identisch mit maximal verantwortungslosem Handeln, aber ohne, dass es den Leuten bewusst ist. Denn die Psyche hat lauter Mechanismen, dann also sozusagen Irrtümer gerne glauben zu wollen, solange sie riesigen Erfolg bringen. Und das führt eben dazu, und da gibt es, vermute ich, nicht die Möglichkeit, die Leute sozusagen dazu zu bringen, dass sie jetzt wirklich alle ihr Denken, ihre Summe ihrer vorteilbringenden Irrtümer wirklich lernen, völlig in Frage zu stellen und zu überprüfen.
fürchte, diesen Weg gibt es nicht. Diplom-Theologe Jürgen Wagner würde wahrscheinlich sagen, das können doch die Menschen, die können doch darüber, wenn sie sich der sauberen, freien Argumentekultur stellen und diesem, wo irre ich mich, wo irrst du dich, könnten sie diese Irrtümer doch erkennen. Aber vielleicht will der Gesamtorganismus mit seinem gesunden Egoismus sich dieser Sache gar nicht stellen, sondern kämpft auch irgendwo darum, seine vorteilbringenden Irrtümer zu behalten, gerade weil er den großen Gewinn behalten will. Ja, und so, ja, also auf jeden Fall bin ich gespannt auf seine Erklärungsmodelle, wie seine Kausalketten aussehen. Ne? Also ganz einfach. Warum haben sie noch nie gelebt? Weil sie noch nie in der Gruppenehe gelebt haben und damit eben nicht mit 40 verschiedenen Frauen befriedigendsten und tollsten Sex gehabt haben und so weiter. Und weil wir alle sozusagen sexuell unbefriedigt sind, die meisten sind auch körperlich total zerstört, verdreckt und zerstört durch all die Giftnahrung, die Giftmedikamente und all das, sind wir alle hässlich, wir werden alle hässlich und stinkend durch die Zahnärzte. Aus vielen Mündern kommt der Geruch der Verwesung, Wurzelbehandlung, der ganzen Kiefer eitern und verwesen, still unten drunter und so weiter. Also die Menschen sind stinkende, hässliche, degenerierte Menschen und die dann und sagen, ich bin total glücklich, ne? Obwohl sie gar nicht wissen, von was sie da reden. Ne? Ja. Ja, also das war's für heute, nämlich dass letztendlich, jetzt hoffe ich, dass das Video nicht kaputt gegangen ist durch die Sachen, aber also dass nur was ärmlich aussieht, kann Wahrheit beinhalten. Alles andere, was glitzert ist und ganz schick aussieht, da steckt Geld drin und das ist das Geld, das man von ihnen abgezockt hat. Und das ist das, womit man sie weiterhin zum Opfer macht. Tschüssi, bis bald.